Sonic machte mit Sonic Frontiers seinen ersten großen Sprung in so eine wirkliche offene Welt, was sogar recht gut funktionierte. Ich hatte in den ersten zwei Welten doch relativ viel Spaß. Dann wurde es doch ein bisschen zu repetitiv. Aber gut, das ist bei den meisten Spielen ja so. Auch gefiel mir nicht jede Aufgabe an diesem Spiel. Manche empfand ich sogar als nervig. Aber genug von Sonic Frontiers. Es gibt ein Fangame, das es schon mal gezeigt hat, wie Sonic in einer Open World funktionieren könnte. Wenn man eben Sonic nicht einfach nur in eine Open World reinpackt, sondern die Open World komplett an Sonic anpasst. Willkommen bei Sonic Utopia. Leider schon mal gesagt, es ist nur eine Gameplay-Demo über eine Welt. Ich mache mir mal keine Hoffnung, dass da noch mehr kommen wird. Aber trotzdem beschäftigt mich dieses kleine Spiel, dass ich ein Video darüber machen muss. Vielleicht ist es ja ähnlich, wie es mit Sonic Mania war. Sega sieht das Potenzial von einem kleinen Entwickler und unterstützt das mit seinem eigenen Sonic-Projekt. Sonic spielt sich so unfassbar gut in diesem Utopia. Green Hill macht in 3D eine sehr gute Figur. Auch ist hier all das vorhanden, was man aus dem ursprünglichen Sonic für das Mega Drive kennt. Loopings, Bumper, Gegner, tolle Farben und ordentlich Strecke, um Speed aufzubauen. Hier kann man das Momentum richtig toll nutzen, indem man sich zusammenrollt und so richtig schön Fahrt aufnehmen kann. Wenn es bergab geht, um immer schneller zu werden, um den richtigen Spot zu erwischen und immer mehr Geschwindigkeit aufzubauen. Das Platforming funktioniert trotz der hohen Geschwindigkeit gut. Klar ist es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allem durch die Geschwindigkeit, aber hat man es einmal verinnerlicht, will man gar nicht mehr aufhören, um so den perfekten Run durch die Welt zu schaffen. Auch geht es mal in das Innenleben der Welt, kennt man ja auch aus der ursprünglichen Green Hill Zone. Ich habe in den letzten 15 Jahren schon Spaß mit einigen 3D-Sonic-Spielen gehabt, Colors, Generations oder jetzt Frontiers, aber bei Utopia habe ich das erste Mal das Gefühl, genauso adaptiert man perfekt dieses Gefühl von den alten 2D-Spielen in 3D. Übersicht, Spielbarkeit und Geschwindigkeit sind im Einklang. Im Stand Speed aufbauen und dann nur noch losflitzen und auf die ganze Welt reagieren. Da man eben bei so 3D-Sonics wie jetzt Colors oder Generations, natürlich kennt man im Laufe der Zeit dann die Zonen, aber trotzdem spielt man die das erste Mal in 3D, man läuft eigentlich teilweise von Hindernis zu Hindernis und verliert seine Ringe, bis man halt besser drauf reagieren kann, wenn man schon kennt. Irgendwie gehört das zu Sonic dazu, aber so ist es eben. Aber bei Utopia ist es eben nicht. Durch diese große Welt hat man allerhand Zeit zu reagieren, wo man hinsteuert und vor allem auch den Gegnern auszuweichen, was man ja auch viel mehr Platz hat, aber trotzdem ist das ein riesen Pluspunkt, da es das eigentlich ausmerzt, was man oft Sonic vorwerfen kann, dass es unfair ist, dass die Gegner zu schnell da sind, dass man keine Zeit zur Reaktion hat. Sonic Utopia macht das alles einfach richtig gut. Ich will ja auch Sonic Frontiers zum Beispiel auf keinen Fall haten, macht ja so an und für sich Spaß, aber ein komplettes Spiel im Stil von Utopia wäre für mich ein absoluter Traum. Verschiedene Welten, die sich gerne an die Mega Drive Spiele orientieren dürfen. Großflächig aufgebaut, dass man schön speeden kann, kleine Aufgaben über die Welt verteilt, ich könnte nicht mehr aufhören zu spielen, das fiel mir bei dieser einer Welt-Demo schon sehr schwer. Es kann doch keiner so abstreiten, wenn er das sieht, dass es nicht nach richtig viel Spaß aussieht. Als ich das erste Mal zufällig ein Bild von Utopia sah, war ich sofort verliebt, da auch der Grafikstil meiner Meinung nach perfekt gewählt ist. Diese knallbunte Optik und Sonic so ein bisschen low-polygon-mäßig, einfach Perfektion für diese Art von Spiel und man löst sofort wieder Retro und Nostalgie aus. Ich weiß, für viele ist das Video jetzt wahrscheinlich verschwendete Zeit gewesen. Ich rede über ein Fanmade-Demo, in die eine Welt hat. Aber ich musste einfach darüber reden, da ich das Konzept und die Umsetzung einfach in irgendeiner Art unterstützen wollte. Da irgendwo doch eine kleine Hoffnung besteht, dass es fortgeführt wird. Oder im besten Fall sogar von Sega unterstützt wird. Wer es selbst probieren möchte, ich packe den Link in die Videobeschreibung. Die Demo ist nicht groß und ihr müsst es nicht installieren. Sonic hätte es endlich mal verdient, so einen richtigen Kracher in einer 3D-Welt zu haben.